So. Schauen wir uns das mal an. Genau. Nichts von großer Bedeutung. Hier haben aber haben doch bestimmt einen gewissen Wert, oder? Möglicherweise, aber den würde ich im unteren Bereich einordnen. Eine klassische Trödelware, würde ich sagen. Das ist eine typische Stadtansicht als Radierung. Auch nichts, was von besonderer Bedeutung oder Wert. Aber um es kurz zu machen, das ist jetzt auch keine Kunst, die jetzt möglicherweise von großer Bedeutung wäre. Er hat das als gut befunden und gut gesehen. Er hat das schön gefunden. Und das ist wichtig. Alles andere ist unwichtig. Ja, hier haben wir ein Ausstellungsplakat von der Documenta 7 in Kassel. Josef Beuys, signiert, scheint mir auch eine echte Signatur zu sein. Die Documenta ist ja eine der großen Messen für Kunst, ne? So ist es, nach wie vor. Ja, ein schönes Plakat, authentisch aus der Zeit und durchaus auch mit 200 bis 300 € mit der Unterschrift zu sehen. Weil er original unterschrieben hat. Das spielt halt immer eine sehr, sehr große Rolle. Ja, die letzte scheint mir die interessanteste zu sein, witzigerweise. Das haben wir nämlich auch in der Nachbearbeitung, Jonathan Mese, vorliegen hier. Einwandfreies, authentisches Blatt, gut in der Erhaltung. Wo ist das her? Das ist von einer Versteigerung aus in Heinsberg, da ist ja dieser Kunstverein. Ah ja, so, richtig. Und da geben ja Künstler immer Kunstwerke rein. Richtig, jawohl. So, und da ist das versteigert worden. Ja, das würde passen. Und deshalb würde ich dieses Blatt so bewerten zwischen 400 und 500 € in diesem Bereich. Das ist ja wundervoll. Ja. Kannst du das denn einfach so verkaufen? Ist das okay? Das ist okay für mich. Selbstverständlich ist das eine Erinnerung, wenn man das so überlegt. Aber es ist eine Erinnerung und ich denke, die Erinnerung lebt und nicht das Bild lebt. Ich wollte mal Ihnen die auch anbieten zum Kaufen. Können wir darüber diskutieren? Nun ist es so, nun versteigern wir in erster Linie und kaufen nicht an. Aber ich wäre durchaus bereit, dieses Blatt mit in die Versteigerung zu nehmen. Okay, bin ich Chancen bietet. Ja. Auch ein Ausstellungsplakat der Documenta 7, Josef Beuys 1982. Handsigniert, also auch durchaus eine Arbeit, die man verkaufen kann und deren Wert ich auf ca. 300 bis 400 €. Würdest du das auch versteigern lassen jetzt? Ja. Oder verkaufen? Ja. Was meinen Sie, ist das eine Fälschung? Wir dürfen nicht vergessen, Salvador Dali ist einer der meistgefälschtesten Künstler überhaupt. Was würde sie denn wert sein, wenn... Also vorausgesetzt, wir würden diese Arbeit als authentisch betrachten, würde ich die einschätzen zwischen 600 und 800 € Schätzwert. Mhm. So in diesem Bereich. Ich habe große, große Bedenken hinsichtlich der Signatur, die mit Erich Heckel nichts gemein hat. Aha. Sie als Kenner sind da auch so, wo Sie sagen, auf jeden Fall. Ich würde das für mich persönlich, würde die nicht für authentisch erklären, okay. Ganz klar. Wichtig ist natürlich, dass man, wenn man sich für Grafik interessiert, dass man sich auch ein wenig da orientiert und dort kauft, wo man relativ sicher sein kann, also seriöse Händler. Auch wenn man dann vermeintlich meint, ein Schnäppchen gemacht zu haben von 200, 300 €. Und die Regel ist aber dann so, dass sich dann schnell herausstellt, dass es sich dann um eine Fälschung handelt. Okay. Das ist aber auch kein Problem, weil das ist ein Druck und das ist wieder die Arbeiten, die Ihnen hier angesprochen haben, nicht die, dass es was wert sein sollte. Mhm. So. Ein kleiner Chagall, ja, Netz, goldfarben gerahmt, aber auch nur goldfarben gerahmt, das ist das einzige Hervorhebenswerte. Das ist gemacht worden zu einer Ausstellung in Paris. Ja. Mhm. Und da sind diese Blätter praktisch verkauft ja, worden. Okay. Die sind dann in der Regel auch mit 2.000, 3.000 Stück ins Leben gerufen worden. Ja. Und haben allein schon von der Auflage her keinen nennenswerten Wert. In vielen Bildern gibt es Geschichten. Selbstverständlich kommen diese Sachen hoch. Aber es sind eben nur Bilder von anderen Künstlern. Das hier, das ist Flohmarkt, ja? Ja.
Und die sind für Sie interessant? Ja, ja, die könnte man durchaus in die Auktion nehmen. Möchtest du das auf die Auktion geben, Rosi? Ja, bin ich mit einverstanden. Ja. Ich bin überrascht, wie viel es wird. Ja? Also ja. 1.100 Euro könnten es sein, ja? Aber es könnte auch deutlich mehr sein. Deutlich würde ich es nicht sagen, aber es könnte durchaus mehr sein. Ja. Super. Lass uns überraschen. Lass uns überraschen. Machen wir? Ja. Super. Hand drauf. Hand drauf. Okay. Jetzt haben wir noch einen vergessen hier, habe ich gesehen. Oh ja. Den haben wir gar nicht berechnet. Was ist der Aufrufpreis? Circa 200 Euro. Okay, dann sind wir jetzt bei 1.300. Das ist auch in Ordnung. Ja, Hand drauf nochmal. Ja. Ich bin zufrieden. Ich bin froh, dass Mauro mit mir hier hingefahren bin und dass man weiß, was was ist. Und weil der Kunstkenner war eigentlich mein Mann, nicht ich. Deshalb war das für mich eigentlich ganz gut so. Ist auch wichtig, einen Überblick zu haben. Jetzt, ja. Das war, glaube ich, das Wichtigere, als die Sachen jetzt hier zu verkaufen. Ne? Ja, das ist interessant, um jetzt zu wissen, so, das kann man so einordnen und das kann man so einordnen. Und bei der Versteigerung oder bei der Auktion hast du auf jeden Fall 1.300 Euro sicher, die da kommen. Ne? Ja. Okay, wollen wir mal? Ja. Was schätzt du, was du dafür kriegst? Also was wäre dein Idealpreis? 2.000. 2.000 ist echt hart. Also ich sag mal 1.500. 1.500 finde ich auch noch hart. Also realistisch gesehen drehen wir hier über einen Wert zwischen 600, 700 Euro. Super. So, womit fangen wir an? Geh mal durch. Fangen wir mal damit an. Ne? Es guckt ein bisschen grimmig. Ja. So. Wenn du mich anfasst, fange ich an zu schreien. Was von Interesse für Sie dabei? Bei diesen Sachen nicht. Gar nicht. Da haben wir keine Kunden für und auch keine Leute, die sowas sammeln. Okay. Gucken Sie mal. Das ist auch, glaube ich, Schildkröt. Nee. Was ist Helm. Das? Ist der Helm. Ach, Minerva. Mhm. Minerva, genau. Ist das eine französische Marke oder was ist das? Nee, ist auch Thüringen. Auch Thüringen? Nee, Germany steht ja drauf. Germany, ja. Ich wollte gerade sagen. Okay, aber ist interessant. Haben Sie die? Nee, habe ich nicht. Nee, das ist das Herz. Das ist gar nicht der mit dem Helm. Das ist der mit dem Herz. Aha. Aber Sie haben sie nicht? Nee, habe ich nicht. Das war schon mal super. Er verkauft hier wie der wilde Teufel. Noch nicht. Erst preisen wir unsere Ware an und dann verkaufen wir. Es sieht gut aus, ja. Sieht ganz gut aus. Ist auch scheint in Ordnung soweit. Ist eine 45er Größe. Soweit ist für uns interessant. Was für ein Glück. Wir haben eine 49er. Geht auch, ist in Ordnung. 49er. Da ist aber nicht viel drin. Weil ich meistens nur bis 40 gesammelt habe. Ja? Ah, okay. Ja. Also den würde ich eventuell noch mal dazu ins Auge fassen. Wenn ich ganz ehrlich bin, und das möchte ich gerne sein. Da sollten Sie auch. Ja, genau. Da kommen eigentlich nur die drei für uns in Frage. Welche? Die Bärbel, die Erika und vielleicht diese Petite Colline. Was wären Ihnen diese drei Puppen denn wert? Also ich würde nach reiflicher Überlegung sagen 200. Für die drei? Ja. Okay. Das hätten wir schon mal. Mhm. Das ist jetzt eine Option, muss ich überlegen. Mhm. Was würden Sie denn für die ganze Sammlung geben? Also was wäre dein Idealpreis? 2.350. Für 350 Auge sage ich ganz einfach, no. Geht nicht. Auf keinen Fall. Ja. Da, okay. Verstehe ich auch.
Also hier 200 Euro. Euro ist ja okay. Können Sie noch ein bisschen was drauflegen? 250? 250 ist viel. 220. 230, ja? Ja, ist das in Ordnung? Okay, ja? Okay. 230 ist okay. Ja, gut. Kein Problem. Sie hätte wahrscheinlich aber auch alles gekauft, ja, aber das, der Preis war sehr gering. Ja, der Preis war zu hoch. Das hätte ich nicht gemacht. Also. Aber du bist jetzt sehr zufrieden, du hast ein schönes Lächeln im Gesicht. Nee, weil ich weiß, was auf mich zukam. Und deshalb bin ich nicht enttäuscht, es war für mich eine ganz klare Sache. Wir haben jetzt für die Puppen einen sehr angemessenen Preis gemacht und die Rosi hat ein Lächeln im Gesicht und ist sehr zufrieden, das freut mich. No matter what they call it.